Anlagen werden immer komplexer. Die Anbindung an eine übergeordnete Gebäudeleittechnik oder die Themen Monitoring und Visualisierung spielen eine immer wichtigere Rolle. Reden wir kurz über BACnet. BACnet ist ein Datenübertragungsprotokoll für die Gebäudeautomation und Gebäuderegelung. Es soll die Kommunikation zwischen Produkten unterschiedlicher Hersteller in der Gebäudeautomation ermöglichen und vereinfachen. Die Verwendung dieses Protokolls wird immer wichtiger und hat sich in den vergangenen Jahren im Vergleich zu anderen Protokollen durchgesetzt. State of the art in der Gebäudeleittechnik. Was ist die Besonderheit an BACnet? Bei anderen Datenübertragungsprotokollen wie beispielsweise Modbus, TCP/IP muss zu jedem Datenpunkt in der Gebäudeleittechnik die Art der Daten und der Wertebereich definiert werden. Erst dann kann die Gebäudeleittechnik etwas mit den transferierten Daten anfangen. Bei BACnet werden diese Informationen bei jedem Datenpunkt mitgeliefert. Ein Beispiel zur Verdeutlichung. Die Zahl 230,33 hat allein wenig Aussagekraft. Der Wert könnte sich auf eine Masse, eine Geschwindigkeit, ein Volumen und vieles mehr beziehen. Und selbst wenn geklärt ist, dass es eine Längenangabe ist, fehlen immer noch Informationen über die Einheit. Sind es 230,33 Nanometer oder 230,33 Lichtjahre? Eine große Bandbreite. Bei BACnet würden all diese Informationen mitgeliefert. Also, die Länge beträgt 230,33 Meter. Das ist übrigens die Länge der Cheops-Pyramide an deren Basis. BACnet bietet also einige Vorteile und hat sich deshalb als Standard etabliert. Um die Logarmatik 5000 via BACnet-Protokoll einzubinden, wird das BACnet-Gateway benötigt. Es dient als Übersetzer zwischen dem intern genutzten Modbus und BACnet. Dynamische Datenpunkte vereinfachen die Implementierung in eine Gebäudeleittechnik weiter. Dabei werden nur die für das System relevanten Datenpunkte erzeugt und angezeigt. Damit die Kommunikation von Geräten unterschiedlicher Hersteller über BACnet sicher funktioniert, müssen die Geräte gewisse Standards erfüllen. Dies wird über das AMEF oder BTL-Zertifikat nachgewiesen. Damit unser BACnet-Gateway in jeder BACnet-Umgebung sicher funktioniert, hat es beide Zertifikate an Bord.